Am 6. Juni 1875 wird in Lübeck Thomas Mann geboren. Von vielen als einer der größten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Er hat den Beinamen der allwissende Erzähler, weil er die Seelen seiner Figuren ebenso durchwandert wie ihr Leben. Thomas ist der Sohn eines reichen Senators und Getreidehändlers und einer deutsch-brasilianischen Mutter. Nach dem Tod des Vaters übersiedelt die Familie nach München. Thomas ist 17 Jahre alt und findet Arbeit in einer Versicherungsgesellschaft. Nebenbei schreibt er für die Zeitschrift Simplicissimus und besucht verschiedene Kurse an der Universität. Zusammen mit seinem älteren Bruder Heinrich hält sich Thomas Mann von 1895 bis 97 in Italien auf. Während dieser Reise beginnt er seinen Roman Die Butenbrocks zu schreiben. Der 25-jährige Thomas Mann wird mit dieser Familienchronik schlagartig berühmt. Aus seinem umfangreichen Werk, das im Wesentlichen autobiografisch ist und sein Material aus dem Erlebten schöpft, erwächst eine genaue Analyse seiner Epoche, einer Gesellschaft, die im Wechsel begriffen ist. Im Jahre 1905 ist Thomas Mann bereits ein anerkannter Schriftsteller und heiratet die schöne Katja Pringsheim, die aus einer großbürgerlichen Familie Münchens stammt. Aus der Ehe gehen 6 Kinder hervor. Die Manns befinden sich oft in Venedig, einer Stadt, die er besonders liebt. Der schöne Junge aus der Novelle Tod in Venedig hat wirklich existiert. Er steht für eine Epoche, die der Erste Weltkrieg radikal beendet hat. Das Schaffen von Thomas Mann erreicht 1924 mit dem Roman Der Zauberberg einen Höhepunkt, an den er erst mit seinem Spätwerk Dr. Faustus wieder herankommt. 1929 erhält er den Nobelpreis für Literatur. Nachdem Hitler an die Macht gekommen ist, ruft ein Diskurs Thomas Manns über Wagner den heftigen Protest einiger deutscher Intellektueller, darunter des Komponisten Richard Strauss, hervor. Mann, der sich im Ausland befindet, beschließt, nicht zurückzukehren. Die deutsche Staatsbürgerschaft wird ihm entzogen und seine Güter werden konfisziert. Im Jahre 1938 geht er in die Vereinigten Staaten, wo er 1942 den Auftrag erhält, die deutsche Literatur an der Kongressbibliothek in Washington zu bearbeiten. Die Nachrichten von der Ausrottung der Juden in Deutschland veranlassen ihn, 25 Radiosendungen zu machen, die alle den Titel Deutsche Hörer tragen. Der Schriftsteller fühlt sich von den Menschen seiner Heimat beleidigt und verstoßen. Nach dem Krieg kehrt er zur Feier des Goethejahrs zwar nach Berlin zurück, seinen ständigen Wohnsitz nimmt er aber in der Schweiz, wo er 1955 stirbt. Thomas Manns Loslösung von Deutschland ist tatsächlich nur politischen Gründen zuzuschreiben, denn er meint selbstsicher: Wo ich bin, dort ist die deutsche Kultur.